TSV Walmdorf gegen FC Liria Berlin. Tabellenplatz 2 trifft auf Tabellenplatz 1. Beide Mannschaften sind in den ersten beiden Spieltagen ohne Punktverlust. Das wird sich heute auf jeden Fall ändern. Los geht es in Halbzeit 1 mit einem langsamen Herantasten der beiden Teams. Dabei kreieren beide Mannschaften zwar immer wieder Chancen, doch bis auf wenige Aktionen bleiben die für die beiden Nationaltorhüter Pless und Wiegels erst einmal ungefährlich. Vor allem Liria Berlin geht es zu Beginn in der Defensive sehr grob an und sammelt schnell erste Teamfouls. Walmdorf erhöht zunehmend den Druck. Wiegels kann hier noch halten. Doch wenige Augenblicke später ist es Suat Ak, der den Führungstreffer für den TSV Walmdorf erzielt. 1:0 in der 11. Spielminute. Weiter geht's mit Söser, doch der schießt am Tor vorbei. Beide Teams in der ersten Hälfte mit unnötigen Ballverlusten, die zur Gefahr werden können. Wir sind in der 16. Spielminute. Solotkin auf Filatov und Tor! Der Ausgleich durch Stanislav Filatov, der sowohl offensiv als auch defensiv in diesem Spiel immer wieder mit starken Einzelaktionen heraussticht. Viel passiert nicht mehr in der ersten Hälfte, die anfangs vor allem durch Unsicherheit, später durch Hektik und Unruhe innerhalb der Teams geprägt war. 1:1 der Halbzeitstand nach den ersten 20 Minuten. Wir starten in Halbzeit 2, in der der TSV Walmdorf deutlich mehr Chancen kreiert als die Gäste aus Berlin. Immer wieder ist es Walmdorf, die schnellen Schritte auf das Berliner Tor stürmen, bis jetzt noch ohne weiteren Torerfolg. Das mit dem Torerfolg sollte sich in Minute 28 dann ändern. Söser, Dervişay. Und der platziert den Ball im linken Eck des Turms. Walmdorf übernimmt erneut die Führung. 2:1. Kurz darauf Filatov mit der Antwort. Nein, der ging vorbei. Walmdorf kreiert sich weiter Chance um Chance. Söse an der Außenlinie, Pass auf Ak, der kann den Ball jedoch nicht kontrollieren. Nächste Aktion, Lubitsch, Söser, Lubitsch, Ak, Tor. Tor für den TSV Walmdorf, das 3:1 durch Suat Ak. Liria sollte dann so langsam eine Antwort finden. Es sind noch 7 Minuten auf der Uhr. Solotkin versucht es mit dem Schuss, den Pless aber hier pariert. Kurze Zeit später zieht sich dann eben jener Solotkin das Flying Goalkeeper-Trikot über. Liria Berlin jetzt mit dem 5. Feldspieler. Kreiert sich damit Chancen, läuft aber auch immer wieder Gefahr, dass Walmdorf die Führung ausbaut.
Etwas mehr als eine Minute ist noch zu spielen. Christopher Krause mit dem Pass auf Wiegels und Tor. Wiegels, der sich vorne als Feldspieler angeboten hat, verkürzt auf 3:2. Wir sind in den letzten Sekunden des Spiels. Weilendorf mit dem Freistoß, doch Bosinovic entscheidet sich an dieser Stelle lieber Zeit von der Uhr zu nehmen und das 3:2 zu sichern. Die Schlusssirene bedeutet für den FC Liria Berlin die erste Bundesliga-Niederlage der Vereinsgeschichte und für den TSV Weimdorf die Übernahme von Tabellenplatz 1. Für die Teams geht es jetzt bereits erneut in die Länderspielpause, bevor für den TSV Weimdorf im Oktober dann zuerst das Auswärtsspiel gegen Bielefeld und dann das Heimspiel gegen den Vizemeister Hot 05 Futsal ansteht.